Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück hier beim Train Simulator 2016, oh Gott, das ist jetzt schon mein dritter Anlauf heute, weil ich so ein bisschen unter Zeitdruck geraten bin, weil ja jetzt schon mal ein paar Folgen nicht kamen und ich erzähle euch das gleich, wenn wir mit dem Zug unterwegs sind, aber das ist ein Traumstart jetzt gewesen. Jedenfalls, ich dachte mir, wir überspringen diese eine Mission hier, weil das wird nichts anderes sein als die, die wir vorher gemacht haben. Nur, dass die hier bei dem schlimmsten Wetter aller Zeiten vonstatten geht. Und zwar stürmisch. Das heißt, wir haben da Gewitter, wir haben Blitze, es regnet. Also, nicht schön. Deswegen dachte ich mir, wir machen einfach mal eine etwas leichtere Strecke, die auch etwas länger geht, bei Sonne bewölkt und ab 13 Uhr fahren wir da los. Steigen wir in den Fahrerstand der Gasturbinenlok und fahren wir in Ruhe nach Granit. Ihr vorgesetzter Lokführer wird Ihnen bei den Grundlagen unter die Arme greifen. Sollten Sie zu nervös sein, dann hält die Akademie einige Tutorials zum Fahren der Loks und zur Navigation auf der Schiene für Sie bereit. Ich glaube, die Akademie brauchen wir nicht mehr, die haben wir ja schon mal gemeistert. Deswegen drücke ich hier ganz rigoros auf Start. Und es lädt. Und wir sehen hier, eine neu gekommen ist, die LMS Coronation Class. Coronation Class. Ich glaube, so wird es richtig ausgesprochen. Duchess of Hamilton. Und vor allen Dingen habe ich auch die Union Pacific ein bisschen falsch ausgesprochen. Janjen, Union, ach egal. Ich bin des Englischen nicht ganz so mächtig. Es tut mir leid, wenn ich da die ein oder andere Aussprache falsch ausspreche. Ich wurde nämlich freundlicherweise etwas darauf hingewiesen, dass die etwas anders heißt. Es tut mir leid. Also mir tut es selber leid, dass ich es nicht richtig ausspreche, aber das ist halt so mein Sprachfehler in Sachen Englisch und so. Na egal, wir machen mal weiter. Der vorgesetzte Lokführer redet mit uns. Sie sind an eine Gruppe von Schüttgutwagen gekuppelt. Unser Transportauftrag führt uns nach Granit. Gehen wir zuerst einmal ein paar Grundlagen durch. Sie können jederzeit durch die Meldungen vor und zurückschalten. Dazu nutzen Sie die Taste im HUD. Das ist hier das Ding. Sie müssen die Lok erst hochfahren, bevor Sie losfahren können. Drücken Sie dazu STRG plus Y auf der Tastatur. Die Startprozedur endet, sobald die... Was? Ich glaube, ich muss hier... Natürlich, ich muss hier STRG und Z drücken, damit es funktioniert, weil es ja eine... Ja. Sie können die Gasturbinenlok auch mit der Taste starten oder ausschalten. Drücken Sie den Schalter nicht, wenn Sie schon den Start der Gasturbinenlok veranlasst haben. Sonst knallt es wahrscheinlich. Diese Verbrennung eingeleitet. So, da sieht man erstmal auf den ersten Blick nichts. Hier unten sieht man ganz gut, dass sich die Werte verändern. Aber wo sehe ich das denn? Hier an meinen Konsolen. Während der Motor der Gasturbinenlok hochfährt, sehen Sie sich noch einmal diese großartige Lok genauer an. Sie können im HUD verfügbare Kameraperspektiven nutzen. Ja, das ist mir bewusst. Ich kann ja doch mal gucken. Flugzeug wollte ich nicht. Ich wollte, wenn... Ey! Ganz hinten will ich auch nicht sein. Ah, ist das nicht eine schöne Lok? Oh! Sollten Sie mehr Tipps und Hilfestellung zum Fahren von Zügen und Navigation? Ja, das ist mir doch bewusst. Guck mal da drüben. Da fährt auch eine Janjen Pacific. Nur im Kleinen. Eine Rangierlok. Wir sind in Amerika. Also die fährt immer noch schön hoch. Aber die sind leer, ne? Die Waggons. Ich will mal kurz gucken. Ah, das ist wieder ein super Kontrast. Man kann das hier wieder wunderbar lesen. Sie erreichen jetzt die Hälfte hätten wir. So, wir fahren. Boah. Gehen über Cheyenne Nord. Wenn ich das mal besser lesen könnte. Gehen über Cheyenne Hauptgleis 3. Boris Haupt... Bori. Der Fahrerstand der Gasturbinenlok hat einige für Sie wichtige Eigenschaften. Sehen Sie sich einmal um, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten. Ey, das ist ja ein Tutorial, wie ich jetzt hiermit sogar mich umgucken kann. Dann fahren wir nach Granit Ost und dann in Granit äußerstes Wendegleis.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen hin, bis wir da hinkommen. Oh, guck mal, da fährt noch ein Kollege da hinten. Ja, jetzt ist die Frage, wo sehe ich denn diese Werte? Hinter mir? Nö. Es wäre ja schön, wenn das hier irgendwie auf dem... Bis jetzt hat der Dieselmotor die Gasturbinenlok angetrieben. Ab 3800 Umdrehungen die Minute läuft die Gasturbinenlok selbstständig und holt sich Schweröl aus dem Tender. Boah, das da drüben pollt. Da sind mehrere hintereinander. So. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich losfahren können. Danger 800 Volt. Also wenn du da anfasst, dann bist du am... Ja. Da, wo man... Der Motor der Gasturbine ist nun vollständig hochgefahren. Sie sind nun bereit, um loszufahren. Weißt du, was mir auffällt? Jetzt ist plötzlich alles still bei dieser Anzeige hier, weil jetzt das Spiel angehalten hat. Warum hat das bei den anderen nicht angehalten? Vielleicht liegt es daran, weil wir jetzt einen sehr knappen Zeitplan haben. Gut, dann wollen wir mal Gas geben, langsam. So, jetzt kann ich ja schön erzählen. Ich hoffe, es kommt keine Einblendung wieder, die mich irgendwie unterbricht. Jetzt fahren wir ganz langsam los. Oh Gott, ich sagte, na gut, die braucht jetzt natürlich ein bisschen, so eine Diesel-Lok mit so vielen Anhängern ist natürlich jetzt nicht gerade das schnellste. Ja, natürlich. Nur zur Erinnerung, denken Sie daran, zu kontrollieren, ob der Fahrweg korrekt gestellt wurde. Um die 2D-Karte zu öffnen, drücken Sie Taste auf 9. Wo bin ich denn? Ach, hier. Oh, Grafikfehler, Grafikfehler. Da wird mir ja schlecht. Ja, jetzt ist die große Frage. Welches ist mein Zug? Hier, da bin ich. Der rote. Okay, es könnte noch so ein bisschen sein, dass ich ja so einen ein oder anderen Grafikfehler habe. Weil ich hatte eine echte Traumwoche hinter mir. Oh nee, das war ein Fehler. Ich hätte nicht bremsen dürfen. Ach doch, das geht. Oh, jetzt habe ich die schon verwechselt mit einer anderen Lok. Ich hatte eine richtige Traumwoche hinter mir. Ging damit los, dass ich Überstunden geschuftet habe wie sonst einer. Das kann man nicht, kann man keinen erzählen. Und dann ist das Wochenende. Samstag auch nochmal arbeiten bis um 16:30. Und dann setze ich mich an meinen PC. Und ich dachte, es könnte nicht noch schlimmer werden die Woche. Ich wollte eigentlich mal wieder schön aufnehmen und hier ein bisschen Train Simulator spielen. Und was ist? Nichts ist. Ich starte den Computer ganz gewöhnlich. Ich wollte so ein paar Dateien hin und her schieben. Und dann habe ich festgestellt, das geht irgendwie nicht. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt hatte, ich hatte mir ja Windows 10 installiert gehabt. Also ich habe mir ja Windows 8.1 geupdatet auf Windows 10. Und dann ist das größte aller blödesten Sachen passiert. Und zwar jedes Mal, wenn ich versucht habe, mit Rechtsklick auf eine Datei zu klicken, da geht ja normalerweise dieses Fenster auf mit Einstellungen, Quatsch, nicht Einstellungen, Eigenschaften, Ausschneiden, Kopieren. Dachte mir, ja, das kannst du ja wie immer machen. Aber dann kam es. Jedes Mal, als ich da drauf gedrückt habe mit Rechtsklick, kam dann plötzlich keine Rückmeldung mehr. Dachte ich mir, schön, wie soll ich denn jetzt meine Dateien verschieben? Ich habe den nochmal runtergefahren, nochmal hochgefahren, dann ging es erstmal wieder. Kurze Zeit später ging es wieder nicht mehr. Ich dachte mir, das kann doch jetzt wohl nicht euer Ernst sein. Ich habe dann erstmal alles Mögliche versucht, noch nicht meine Systemwiederherstellung ging. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Jedenfalls kam da auch immer eine schöne Fehlermeldung dann. Die Systemwiederherstellung ist fehlgeschlagen. Hat ja sehr gut geklappt, dachte ich mir. Dann, weil es ging ja dann mit dem Verschieben und alles, habe ich erstmal alle meine Daten gesichert. Und dann habe ich das getan, was ich eigentlich recht ungern mache. Und zwar, ich habe meinen PC neu aufgesetzt. Jetzt habe ich wieder Windows 8.1 drauf und ich muss ganz ehrlich sagen, das läuft viel schneller. Also wenn ich Windows 10
gestartet habe, das hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Natürlich habe ich jetzt noch nicht viel drauf. Aber man merkt schon den großen Unterschied von der Stabilität von dem System. Ich hatte früher, oder beziehungsweise auf Windows 10 hatte ich immer Tonprobleme, dass plötzlich die Lautsprecher ausgesetzt haben oder ich so ein ganz komisches Knistern im Lautsprecher hatte. Und bei Windows 8 läuft alles ohne Probleme. Ja, dann habe ich jetzt erstmal 3 Tage gebraucht, um erstmal das komplette System wieder so herzustellen, dass ich jetzt erstmal wieder aufnehmen kann. Es müsste eigentlich auch alles wieder drauf sein. Ich habe auch mein Videobearbeitungsprogramm wieder eingerichtet und alles. Ich bin mal gespannt, ob ich es bis Mittwoch schaffe, dass die Folgen dann endlich wieder hochgeladen werden können. Also, dass sie dann auch wieder da sind. Ansonsten kommt diese Folge am Samstag. Weil mein Zeitplan ist ja so oder so schon ganz schön durcheinander. Da möchte ich das jetzt nicht irgendwann dazwischen schieben. Ich möchte, wenn dann schon, die Tage dafür nehmen, die ich auch dafür veranlasst habe. Aber das ist ja in letzter Zeit nicht so ganz einfach gewesen. Es hat sich bestimmt der ein oder andere gefragt, jetzt weiß das, warum das da Probleme gab. Dann habe ich allerdings, was mir ein bisschen, was mir wirklich, wo mir die Tränen nahe sind, so ein bisschen. Ich habe ja Railroad Tycoon 2 ganz anders installiert. Ich habe das ja sozusagen als Zweitbetriebssystem hier auf dem Rechner gehabt, weil ich da eine virtuelle Maschine installiert hatte. Ja, leider sind diese Daten alle weg. Das bedeutet auch, dass mein ganzer Fortschritt, den ich da hingelegt habe, auch alles futsch ist. Ja, da dachte ich, ich könnte es retten, aber es ging leider nicht. Und so fange ich dann quasi wieder bei Null an. Aber ich werde die Kampagne auf jeden Fall noch weitermachen. Und für diejenigen, die ja von da aus hier vielleicht sogar reingucken, ich bin dabei, diese Kampagne zu schaffen. Diese, wo wir ja bis, wo ich mir gerade die Zähne so ein bisschen ausbeiße. Ich versuche das mindestens 2 oder 3 Mal die Woche. Ja gut, jetzt war natürlich ein bisschen Pause dazwischen, weil ja das Betriebssystem erstmal wieder drauf musste. Oh, wir sind aber schön pünktlich. Mein lieber Scholli. Dafür, dass wir hier eine Minute Verspätung. Ich muss Gas geben. 35 darf ich gleich fahren. 20 darf ich schon mal. Warum lasse ich denn eigentlich hier diese Anzeigen an? Machen wir sie mal weg. Nee, also das hat mich schon sehr geärgert, dass dann plötzlich alles weg war. Und bei Railroad Tycoon 2, wie gesagt, bin ich dabei, diese Kampagne zu schaffen. Und da wird es halt ein bisschen dauern. Deswegen habe ich da Mad Games Tycoon zwischengepackt. Dass das erstmal so ein bisschen als Lückenfüller dazwischen ist. Aber es wird auch nicht ewig gehen bei Mad Games Tycoon. Weil das eher so ein Spiel ist, was man auch mal zwischendurch spielt. Und das, was nicht gerade so auf Spiellänge... Ja, auf Spiellänge ausgelegt ist. Aber das müssen wir dann auch mal versuchen, auf dem schwierigsten Spiel gerade mal durchzuspielen. Ey, ich finde diese Landschaft hier voll schön. Warte mal. Oh, das ist doch, jetzt geht das Eisenbahnherz wieder auf. Was ich auch schon mal im Voraus entschuldigen möchte, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Videoeinstellungen wieder so hinbekommen habe, wie sie vorher waren, weil ich muss da... Da brauche ich ein paar Wochen für, um das wieder richtig einzupegeln. Weil es ist nämlich nicht damit getan, das Videoaufnahmeprogramm und das Videobearbeitungsprogramm wieder so einzustellen, wie es vorher war. Das ist immer ein bisschen Feintuning und ich hoffe, ich habe es wieder einigermaßen hinbekommen, wenn ihr diese Folge hier seht. Weil ich bin ja doch schon sehr, also was Videoqualität angeht, da lege ich sehr viel Wert drauf. Ja, jetzt habe ich meine Geschichte erzählt. Vielleicht hattet ihr ja auch mal so eine ähnliche Geschichte, aber ich habe schon... Oh. Ich hatte von meinen... Ich sag jetzt mal...
von den treuen Zuschauern hatte ich schon Kommentare, beziehungsweise ich hatte Nachrichten von denen bekommen. Die meinten dir, Terra, du bist der Einzige, der immer, also der einzige YouTuber, der immer Probleme mit seinem Computer hat. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin so einer, der spielt gerne mit dem Betriebssystem rum. Ich versuche alles Mögliche und hinterher funktioniert gar nichts mehr. Dann bin ich erstmal wieder tagelang damit beschäftigt, das Betriebssystem wieder aufzusetzen. Ich glaube, ich sollte das wirklich in so einem abgeschirmten Bereich machen, damit ich hier nicht wieder alles zerschieße. Oder ich sollte meinen Zweitcomputer nehmen, also den ich vor dem hier hatte, vor diesem Schlacht-PC. Ich nenne den gerne jetzt mal Schlacht-PC, weil er ist vielleicht auch nicht mehr gerade der neueste. Er ist schon wieder 2 Jahre, ist ja glaube ich jetzt schon alt. Aber solange die Kiste das tut, will ich auch keinen neuen haben. Weil die kosten ja auch nicht gerade wenig, so Gaming-PCs. Und ich bin auch noch nicht so der Großverdiener, dass ich mir das irgendwie leisten könnte. Aber ich kann euch jetzt eins vorweg sagen. Wenn ihr überlegen solltet, Windows 10 auf euren Computer zu packen, bitte macht es nicht. Also ich bin jetzt damit auf die Nase gefallen, weil das war wirklich ein Softwareproblem durch irgendein Software-Update, was irgendwie fehlerhaft installiert wurde, weil sonst hätte ich ja das Betriebssystem auch wieder zurücksetzen können. Es muss irgendwie so derbe was zerschossen haben, dass es nicht ging. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber naja, jetzt habe ich wieder reinen PC, außer die Festplatten, die anderen zwei, wo halt die Aufnahme und das alles drauf war, die sind als einzige zugemüllt, aber die Systemplatte ist immerhin jetzt mal wieder leer. Hat auch so seine Vorteile. Habe ich endlich mal wieder Ordnung im System. Ach ja, heute quatsche ich ja ganz schön viel. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen ruhiger fahren. Man merkt dann doch schon, wenn ich längere Zeit nicht aufgenommen habe, dann bin ich echt ein verquasselter Typ. Aber sonst würdet ihr hier, glaube ich, auch nicht reingucken. Yangtze Pacific. Genau, das sollte ich lernen. Oder wollte ich lernen. Ich habe nämlich einen netten Kommentar... nett klingt immer so blöd. Einen freundlichen Kommentar bekommen. Und ich habe festgestellt, mittlerweile habe ich immer so ein paar dazwischen, die mir das dann so hinschreiben, dass ich es dann so verstehe, dass ich es auch von der Aussprache her habe. Zum Beispiel Genre. Da hatten wir letztes so ein schönes Thema. Bei Mad Games Tycoon, da habe ich Genre ausgesprochen. Ich habe doch tatsächlich vergessen, wie man Genre ausspricht. Ich habe das schon... was weiß ich, ja, Jahrzehnte nicht mehr benutzt dieses Wort und da kann man auch schon mal vergessen, wie man es ausspricht. Na gut, so, jetzt reicht's aber hier mit aus dem Nähkästchen plaudern. Was haben wir denn hier? Headlight? Was geht denn damit an? Headlight, warte mal, kann das sein? Jetzt ist es aus. Wenn ich das jetzt drauf drücke, ist es immer noch aus. Wofür ist denn das da? Also ich weiß, dass ich das Licht hiermit einschalte. Das normale Licht, das lassen wir auch mal an. Wir werden langsamer. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf die Tube drücken. Hier geht es aber auch mächtig bergauf. Und das ist so eine typische amerikanische Landschaft. Meilenweit siehst du einfach keine einzige Stadt. Wenn ich mir Europa jetzt mal so angucke, wir sind ja eins der dicht besiedelsten Kontinente und hier hast du einfach mal nichts. Weit und breit ist nichts. Da hinten! Das sieht aus wie Öl. Kann das sein, dass das Ölbohrtürme sind oder... Schön ist es ja, dass hier die Telefonleitung lang geht. Sowas sieht man bei unserer Bahn nicht mehr. Also, mir ist aufgefallen, wir hatten früher auch solche Telefonleitungen an der Bahnschiene, die da entlang hingen.
Aber mittlerweile haben die alle abgerissen, weil man das auch nicht mehr braucht. So unbedingt. Was ist denn da vorne? Ups. Da ist irgendein Schild, aber was steht denn da drauf? Wenn ich nach links abbiege, muss ich 30 fahren. Okay.